das Leben als Drache ist schon angenehm. Ich meine, man muss nicht wirklich was machen. Wir können chillen. Drachenschule fängt morgen auch erst nachmittags an. Dann können wir ausschlafen, so wie Drachen es am liebsten möchten. Oh, hast du Milchshake? Ein bisschen Drachenmilch, ja. Oh, lecker, lecker. Such dir deinen eigenen. Ist okay, ich habe gar nicht drauf geguckt. Ich habe meinen eigenen. Ja, okay, wir sind hier in meinem Haus. Du hast einen Donut? Und guck mal, wie groß der einfach ist. Oh, oh mein Gott. Drachendonut und der Milchshake ist einfach Milchshake ist so groß wie du. Ich meine, Drachennahrung ist ja wichtig, dass wir große, starke, mächtige Drachen werden. Und oh, ich glaube, ich bin größer geworden. Oh. Oh Gott, gib mir diesen Milchshake. Ich will auch Milchshake trinken. Okay, weißt du was? Aber du hast voll den coolen schwarzen Drachenschwanz. Ah, danke schön, danke schön. Deiner ist aber auffälliger. Meiner tarnt sich mehr mit dem Hintergrund, deswegen du bist keiner, dass ich ein echter Drache bin. Ja, ich bin Feuerdrache. Was bist du? Bist du ein Wasserwind? Ein Eisdrache. Ein Eisdrache, Ja, deswegen esse ich auch immer Eiscreme. Oh mein Gott, das macht voll Sinn. Warte, was muss ich dann essen als Feuerdrache? Das, meine Eis. Du hast mir. Oh mein Gott, das ist ein Einbrecher in meinem Haus, glaube ich. Was? Ich glaube, ich habe da gerade im Hintergrund jemanden rennen sehen. Okay, ich kann meine Drachenkräfte noch nicht ganz kontrollieren, Ronja, aber ich werde es versuchen. Warte, kannst du dann später so Eisstrahlen speien und ich mache Feuer? Ja, ich kann hier. Hier ist ein Feuerstrahl, warte. Ach so, ja, mein Feuerstrahl. Hier, bitte sehr. Ah, danke. Oh ja, das ist echt der Feuerstrahl. Ja, los, komm, wir greifen den Einbrecher an. Ich würde sagen, der hat Angst gekriegt und ist weg. Okay. Ja, besser so. Finden. Vielleicht war der auch bei dir. Vielleicht habe ich den da im Hintergrund gesehen. Weißt du, was cool wäre, Ronja? Hm? Wenn wir lernen würden zu fliegen. Oh mein Gott, ja. Ich kann fliegen, glaube ich. Wie schwer kann es sein? Ich kann jetzt ja auch Feuer speien. Piu, piu, piu. Stimmt eigentlich. Zelt können wir beide fliegen, oder? Ja, ich meine, wir sind ja Drachen, als ob wir nicht fliegen können. Kommen wir irgendwie noch weiter aufs Dach? Geht es da hoch? Warte, ich hole kurz meine Leiter. Oh mein Gott, ja. Okay. Ne? Dann bringen wir uns mal aufs Dach. Ja, ja, ja. Weißt du, du musst ein bisschen Abstand. Okay. Kannst du deine Leiter vielleicht da draufstellen? Ich habe jetzt auch meine Leiter geholt. Warte, du hast es schon aufs Dach geschafft? Ich bin schon drauf, Ronja. Okay, jetzt, warte, komm, wir können runterfliegen, okay? Dann versuche ich mein Glück. Warte. Ich will auch fliegen können. Am besten wir fliegen in den Pool, nur für den Fall, dass wir abstürzen. Okay, als ob das passieren würde. Aber okay, meinetwegen. Okay, ich zuerst. Nein, du zuerst. Okay, ich spring zuerst. Eins. Okay. Zwei und let's go! Halt die Flügel aus! Meine Flügel reagieren nicht! Oh, Ronja! Ich weiß nicht, wie ich die Muskeln da drin kontrollieren soll! Okay, möchtest du, dass ein Profi dir jetzt mal zeigt, wie das funktioniert? Ja, bitte. Okay, aber weißt du, was ich meine? Es ist wie wenn du Ohren wackeln sollst. Du weißt, es geht, aber du wüsstest nicht wie. Okay, alles klar. Bist du jetzt bereit? Ich bin bereit! Okay, let's go, Profi-Drache! In 3, 2, 1 und 360 Grad doppelter Salto und. Du bist auch im Wasser gelandet. Ich wollte dich auch. Ach so. Das war auch der Plan. Ach so. Ja, ja. Das okay. Du bist gar nicht tief gegangen. Alles gut. Okay, weißt du was? Wir müssen in die Stadt. Ich brauche Drachenfutter. Ich habe keinen Milchshake. Der macht auch nichts für mich. Ich brauche irgendwas Warmes. Ist eine Blume. Guck mal hier. Ist eine Blume? Ja. Okay. Okay, komm, dann gehen wir in die Stadt. Warte, dass das die Tastatur leuchtet. Die muss ich auch kurz essen. Okay. Dann ab in die Stadt. Hast du ein Drachenmobil? Ich hab ein Drachenmobil. Ja, warte mal, ich guck mal, ob ich ein Drachenmobil hab. Da ist mein Drachenmobil. Alright, warte, ich hol kurz auch meins aus der Garage. Ja? Okay, ich brauche trotzdem noch was zu essen. Ich verhungere gleich. Denkst du, die Feuerwehr hat Drachenessen? Bestimmt. Okay. Oder im Krankenhaus kannst du vielleicht ein paar Füße abnagen oder so. Ich meine, klar, klingt verlockend. Vielleicht irgendwas einfach. Eiscreme! Nein, nicht Eiscreme. Vielleicht was Gegrilltes. Oder so? Ja, Eiscreme bringt nichts. Ich muss ja groß werden. Als Feuerdrache. Kann ich ja keine kalten Sachen essen. Werde ich ja kleiner von. Hey, ich verstehe. Das macht ja nur Sinn. Vielleicht im Bistro hier vorne, guck mal. Okay, vielleicht. Wir können es hier versuchen. Siehst du, hier ist das Brookhaven Restaurant. Das Brookhaven Restaurant hat sicherlich was Schönes gegrilltes für mich. Hallo! Auf jeden Fall! Oh, das ist keiner da. Aber das ist nicht schlimm, weil Selbstbedienung ist ja groß geschrieben. Ich bin viel zu schnell gewesen auf meinem Motorrad. Ich habe immer noch keinen. Hier, machen wir mal den Ofen an. Guck mal, der ist an. Mach den mal volle Pulle, genau. 1000 Grad. 1000 Grad. Dann nehme ich mir hier einen Teller mit. Keine Ahnung, diversem. Jetzt ist der Ofen ready. Oh, let's go. Warte, ich hau das nochmal rein. Genau, hau das mal rauf. Ja, da, oh weg. Ja. Oh, das ist richtig angenehm. Ah, was? Es ist doch erst richtig gemütlich. So, ich glaube, ich habe mein Essen jetzt aufgewärmt.
Ich dampf sogar noch. Okay, super angenehm. Hast du genug Essen? Warte mal, bist du gewachsen? Oh ja, wahrscheinlich durch die Hitze. Du siehst größer aus, hä? Bin ich jetzt größer als du? Warte mal. Ja, du bist gleich groß. Wir sind gleich groß. Wir sind gleich groß. Yeah, das heißt, wir sind schon mal 10 Drachenjahre alt, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, so funktioniert es mit Größe, oder? Ja. Okay, warte, dann lass uns nach Hause gehen, damit wir morgen nicht zu spät zur Drachenschule kommen. Wir sehen uns morgen. Okay. Oh, lecker Chips zum Mittagessen. Die sind auch feurig scharf. Genauso wie ich sie... Ah! Ey! Du schaffst, du schaffst, du schaffst. Warum? Schnell, ich brauche ein Eis, Ronja. Warum hast du mir meine Chips weggegessen? Ja, die sahen so lecker aus, aber ich wusste nicht, dass sie so scharf sind. Ah, wo ist mein Eis? Jetzt hab ich ihn. Aber kannst du es glauben? Das ist unser letzter Tag in der Schule. Wir sind jetzt 40 Jahre alt. Unsere Drachenschulkarriere ist endlich vorbei. Ich bin doch 39. Ist es 39? Ja. Bist du mit 8 eingeschult worden? Na klar, ich wurde mit 7 eingeschult. Oha, krass. Ja, und dann bin ich mal sitzen geblieben. Naja, was soll's. Okay, was machen wir nach der Schule? Wollen wir jetzt studieren gehen? Ich weiß gar nicht, also... Reichen 40 Jahre Schule nicht eigentlich? Eigentlich sollten 40 Jahre Schule reichen. Weißt du, was wir machen? Ich glaube auch. Wir gehen jetzt zum Flughafen, wir schnappen uns ein Privatjet oder halt irgendein Flugzeug, was zur Dracheninsel fliegt. Und dann können wir da trainieren und können da weiter lernen, wie wir unser Feuer benutzen und unser Eis. Und eigentlich sollten wir es jetzt ja können. Wir sind ja ausgebildete, voll ausgebildete Drachen. Das ist nach 30 Jahren ich Schule. Eis benutzen. Kannst du? Ich kann hier auch schon Feuer speien. Hier. Piu, piu. Ja, stimmt. Okay. Ja, dann lass uns. Ich finde, das ist eine gute Idee. Okay, Flughafen ist in diese Richtung, eine geheime Richtung. Ja, schönen guten Tag, willkommen im Security-Check. Schönen guten Tag. Lernen Sie Ihre Taschen. Hier ist mein Rucksack, ich habe mir den gerade hier aus dem Security-Check genommen. Ma'am, ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine Waffe in Ihrer Tasche steckt. Die Waffe bitte hier? Bitte händigen Sie die mir aus. Darf ich die? Ja, die du arbeitest doch gar nicht hier, natürlich darf ich die hier mitnehmen. Keine Waffe. Ma'am, geben Sie mir sofort die Waffe oder ich muss diesen Donut auf Sie werfen. Ich denke, dann kann ich dich anfeuern. Okay, ich werde den Donut jetzt auf sie werfen. Oh, 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 da wurde ich getroffen. Ah. Oh, alles okay mit dir? Okay. Auf geht's. Oh, guck mal. Zum Glück sind wir hier nicht nach Colorado geflogen. Die sind zweimal sind hier einfach gecrashed. Siehst du das? Colorado gecrashed. Alle anderen sind hier on time, alles perfekt. Dann nochmal Colorado. Gecrashed. Hilfe, 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 da bin ich nicht hin. Aber zum Glück okay. Müssen wir nicht. What plane dahin. Hier? Kommt, plane hier geht's rein. Let's go zur Dracheninsel. Auf geht's. Oh, warte, warte, warte. Warte, Baron, ja? Ja. Warum fliegen wir nicht mit unseren Flügeln dahin? Das ist eine hervorragende Frage. Lass uns mit unseren Flügeln hinfliegen. Ja, lass sie doch entspannen, die Flügel, oder? Außerdem haben wir hier eine Toilette und wenn wir mit den Flügeln fliegen, nicht. Gehst mal raus, ich bin auf dem Klo. Es tut mir leid, ich wollte deine Privatsphäre nicht. Ich setze mich schon mal hin. Ich lounge hier. Okay, bis wenn wir angekommen sind. Ich schlafe jetzt. Gute Nacht. Ist sie auf dem Klo eingeschlafen? Hallo, ich muss auch mal. Ja, was? Schnarcht? Oh, warte, ich muss Hände waschen. Okay. Bitte rausgehen? Ja, ja, ist ja gut. Okay. Lass mich mal Hände waschen. Dankeschön. Alles klar, ich glaube, wir müssen jetzt ungefähr auf der richtigen Höhe sein. Dann runter. Yeah, let's go! Let's go! Oh mein Gott! Okay, warte, wir müssen zu dem Berg. Oh mein Gott, mein Fallschirm öffnet sich nicht. Oh, doch, da. Okay, wir müssen zum Berg. Ich schaffe es nicht bis zum Berg. Ich schaffe es auch nicht bis zum Berg. Der Fallschirm hat sich viel zu spät geöffnet. Oh mein Gott. Ich lande bei der Schule. Guter Ausflug. Guter Ausflug. Hast du es wirklich weit geschafft? Blödes Flugzeug, ey. Ist so. Ich dachte, wir werden hier bis zur Dracheninsel, aber wir sind einfach nur 5 Meter über unsere blöde Stadt geflogen. Was ist denn das? Ah, hier ist die Dracheninsel, Ronja. Das ist schon. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich die echte Dracheninsel. Wie ja, sie lebt und lebt. Warte, ich mache erstmal ein Feuer. Ah, ich setze mich lieber in den Schatten rein. Hier ist gut. Okay, okay, okay. Weißt du was? Dann lass mich mal ein bisschen Sachen trainieren. Ich gucke, ob ich den Baum da hinten anzünden kann. Bis gleich. Jo, bis gleich. Okay, okay, bist du bereit für unsere alljährliche Fußball-Drachen-Routine? Na, sicher! Let's go! Okay, let's go! Warte, du hast einen Ball? Ich hab einen Ball. Oh, ich hab ihn wieder eingefroren und er ist geplatzt. Oh, okay, okay, keine Sorge, wir haben den hier. Wir Ach, können. Oh, oh mein Gott, nein, nein, nein! Ja, ein Tor! Wir haben noch gar nicht angefangen! Ich hab daneben geschossen, warte, warte, ich schieße jetzt hier ein Tor. Kurzes Manöver, einmal hier rumgelaufen. Kleiner Trickser. Mit den Flügeln den Ball verdecken, ganz genau, so wie immer. Und dann kurz mit der... Entschuldigung! Was soll das jetzt?
Ich hab nur meine Feuerfähigkeiten ausprobiert. Ah ja, okay. Ja. Zeig dir auch gleich meine Feuerfähigkeiten hier. Der Ball ist doch hier, den hast du doch verhext. Verdracht. Ja, der kann nur in eine Richtung. Der fühlt sich auch so an. Der kann nur nach hinten. Das ist Betrug hier. Okay, weißt du was? Ich hasse Drachenfußball übrigens. Ja gut, ich habe noch nie gewonnen in den 100 Jahren, die wir leben, ich weiß. Ich bin kein begnadeter Drachenfußballer, okay? Es ist halt keine Sportart, in der ich gut bin, okay? Es kann halt nicht jeder alles. Dafür komm, Ronja, du schießt jetzt dein erstes Tor, okay? Okay, pass auf. Ich laufe jetzt hier. Ja, super. Anlauf, dann einmal hier in die Richtung. Und jetzt schießt. Du darfst aber nicht blocken. Ich mach nichts. Oh, der rollt rein. Und Schuss. Und nochmal. Nein. Ronja. Hier, der rollt. Yeah. Yeah. Drin. Woo. Ja, aber es ist eine gefährliche Sportart. Ich habe das Gefühl, da hat man schon von vielen von unseren Drachenfreunden Schlimmes von gehört. Die sind alle auf dem Friedhof gelandet. Jemand hat die angezündet, die Dinger, oder mit Gas gefüllt. Und dann sind die explodiert. Ja. Ja. Komm, wir gehen die besuchen. Okay, let's go. Hier, die sind ja hier direkt nebenan. Das ist natürlich praktisch gelegen eigentlich. Hallo. Oh, warte mal. Bist du? Hi. Entschuldigung, hier ist gerade besetzt. Bist du da drin? Möchtest du hier schon mal dein Grab? Wo möchtest du eigentlich später liegen? Ich meine, wir sind jetzt 100 Jahre alt. Wir machen es vielleicht nicht mehr so lange. Das ist meins, das habe ich mir schon ausgesucht. Das ist deins? Ja. Okay, dann möchte ich ganz nach links. Geht das? Das ist da liegt doch schon jemand runter. Da liegt schon jemand. Da liegt doch schon jemand. Okay, weißt du was? Du kannst das hier haben. Das zweite ist von rechts. Das nehme ich. Genau. Da ist noch Platz. Okay. Na gut, das war's jetzt jedenfalls mit 100 Jahre als Drache überleben in Roblox. Wir sind jetzt 100 Jahre alt und Drachen und leben noch, aber wer weiß wie lange. Und falls ihr mich irgendwann hier eineist, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Und schaut unbedingt auch bei der Easy vorbei, da kommen nämlich auch viele coole Roblox-Videos und auch andere Sachen. Und dann sehen wir uns bald. Macht's gut, tschüss! Ciao!